Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin eine Weile nicht mit dem Bike gefahren und habe in der Garage gesehen, dass ich einen Platten habe. Dann habe ich nachgeschaut, ob noch genug Dichtmilch vorhanden ist, da ich das schon vor 6 Monaten auf Tubeless umgebaut habe. Es war noch genug Milch da, dann habe ich den Reifen aufgepumpt und langsam durch einen großen Eimer mit Wasser gedreht und habe gesehen, dass bei einer Speiche Luft austritt. Die Ursache ist ein defektes Tubeless-Band. Wie man das Tubeless-Band wechselt, zeige ich euch heute in diesem Video. Nach dem Intro geht's los. So, ich lasse jetzt erstmal die Luft raus und werde dann den Reifen abziehen. Tubeless-Räder werden immer beliebter. Ich selbst fahre schon lange Tubeless und bin bis heute sehr zufrieden damit. Nur nach einiger Zeit sollte man nicht nur die Milch, sondern auch das Dichtband mal erneuern. Ich habe das originale Dichtband drin gehabt, was vom Hersteller verklebt war. Dieses hat sehr schnell den Geist aufgegeben, wie ich jetzt feststellen konnte. Ich nehme wieder einen alten Lappen und etwas Bremsreiniger und entferne erstmal die alte Dichtmilch von der Felge. Die Dichtmilch ist jetzt abgewischt. Ich ziehe jetzt erstmal das alte Dichtband ab. Hier sieht man jetzt, wie der Kleber vom Dichtband an der Felge kleben bleibt. Diesen werde ich auch gleich entfernen müssen. Wir wollen ja nicht das neue Band wieder auf den alten Kleber kleben. Die Klebereste sind jetzt entfernt, die Felge ist wieder komplett sauber. Hier sollte nun das neue Dichtband perfekten Halt haben. Ich suche mir jetzt erstmal kurz das Ventilloch. Das ist hier, denn hier werde ich auch gleich anfangen. Ich fange eine Speiche vor dem Ventilloch an, werde dann einmal um die Felge herumkleben und höre eine Speiche hinter dem Ventilloch wieder auf, damit wir hier beim Ventilloch eine Überlappung haben. Denn hier am Ventilloch ist die Gefahr am größten, dass Luft entweichen kann und deswegen ist es sicherer, wenn man hier eine Überlappung hat. Das hat bei mir in den letzten Jahren immer super geklappt. So, dann würde ich sagen, jetzt kleben wir mal das Felgenband ein. Wie gesagt, ich fange ein Loch hinter dem Ventil an, also eine Speiche hinter dem Ventil. Halte das jetzt hier mit dem Daumen so fest. Tu das noch kurz ausrichten. So. Ziehe hier ein Stückchen nach vorne, halte das hier mit dem Daumen fest und dann bringe ich das auf Spannung und drücke das jetzt hier mit dem Daumen schön an. Genau, und so mache ich jetzt die ganze Felge durch. Hier muss man jetzt vorsichtig und mit Geduld arbeiten. Wenn man hier nicht richtig sauber arbeitet und das nachher nicht dicht ist, muss man den ganzen Reifen wieder komplett auseinandernehmen und das macht nur unnötigen Ärger. Das kann man auf jeden Fall vermeiden, wenn man hier einfach langsam und sauber arbeitet.
So, jetzt sind wir hier am Ventil wieder angekommen. Jetzt tun wir das bis hier nach hinten zur Speiche nach dem Ventil überkleben. So, jetzt habe ich das Band perfekt eingeklebt. Alles klebt gut. Jetzt werde ich noch einmal komplett überprüfen, ob irgendwo noch Luftbläschen sind und versuche die nochmal rauszudrücken, dass da nichts mehr da ist. So, jetzt habe ich das Band perfekt eingeklebt, alles sitzt und passt. Jetzt muss ich nur noch das Ventil wieder reinmachen. Hier muss ich jetzt aber noch ein kleines Loch durchstechen oder einen kleinen Schnitt machen. Also das Ventilloch ist jetzt hier. Wenn ihr irgendwie was Spitzes habt, könnt ihr auch von der anderen Seite nach hier innen durchstechen. Oder man nimmt einfach so ein Messer hier und macht genau beim Ventil, also hier beim Ventilloch, macht man einen kleinen Schnitt rein, so dass man das Ventil durchstechen kann. So. So. Hier ist jetzt der Schnitt. Hier ist das Tubeless-Ventil. Das stecke ich jetzt hier wieder durch. Ja. So. Dann kommt dieses Gummi, wo von der anderen Seite drauf kommt. Das ist ganz wichtig, damit es abdichtet. Und jetzt gucken wir mal, ob ich das so hinkriege. So, genau. Und dann kommt hier diese Mutter drauf. Dann ziehe ich das einmal komplett fest. Okay. So, das Ventil sitzt jetzt richtig. Ich werde jetzt den Reifen montieren. So, ich habe jetzt den Kompressor geholt. Jetzt werden wir den Reifen einmal aufpumpen, um zu schauen, ob irgendwo Luft entweicht. So. Also ich habe jetzt noch keine Dichtmilch reingemacht. Aber man hört auf jeden Fall, dass der Reifen dicht ist und man hört nicht, dass irgendwo Luft entweicht. Nee. Also das auf jeden Fall fertig. Da muss jetzt nur noch die Dichtmilch rein und dann ist der Reifen fertig. So, meine Freunde, und damit sind wir am Ende des Videos angelangt. Schreibt doch gerne in die Kommentare, wie eure Erfahrungen mit Tubeless sind. Habt ihr schon auf Tubeless umgebaut oder mal ein Tubeless-Band erneuert? Wie gut hat es bei euch funktioniert? Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Und wie immer, wenn ihr noch nicht abonniert habt, unten links könnt ihr das gerne noch nachholen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen.